Hans-Ludwig Kirchners Gemälde Mondaufgang auf Fehmarn aus dem Jahr 1914 ergänzt seit 1955 als Dauerleihgabe des Freundeskreises die Sammlung Moderne hier im Museum Kunstpalast. Kirchner zeigt in monochromen Farben, grün, braun und gelb, eine Strandszene mit einem gewölbten Horizont, Findlingen, wie sie typisch sind für Fehmarn, mit zwei Personen. Eine Person liegt kopfüber mit Hut. Anhand eines früheren Holzschnitts kann man das gut nachvollziehen. Vor den Mond schiebt sich ein Wolkenbogen, der hier auf dem Gemälde fast aussieht wie ein Vogel. Ein Boot ist verschwunden, wird zu einem Felsen im Meer. Das Bild ist eines der letzten Bilder, die mit Fehmarn-Motiven entstanden sind. Kirchner war von 1908 und dann von 1912 bis 1914 immer wieder in den Sommermonaten auf der drittgrößten deutschen Ostseeinsel und suchte ein naturbelassenes Paradies, eine Gegenwelt zum Großstadtleben Berlin und Dresden. Er vermisst Fehmarn auch in den Jahren nach 1914, weil das Bild ist im letzten Jahr seines Fehmarn-Aufenthalts entstanden. Kirchners Gemälde steht nicht nur am Wendepunkt seiner eigenen Biografie, sondern der Kunstgeschichte allgemein. Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs verändert sich in seinem Werk Stil, aber auch in der Kunstgeschichte verändert sich der Blick auf Menschen und Natur nach dem Ersten Weltkrieg, ist einfach nichts mehr so, wie es war.